Ach, Gott sei Dank. So, hier das Eisen nehmen wir natürlich mit. Und dann kicken wir mal. Bisschen Kohle haben wir ja nur auch gefunden. Ich glaube, ein 64er Stack haben wir schon voll. Wenn wir wirklich immer penetrant die Kohle überall mitnehmen. Und es gibt noch einen anderen Ort, es gibt noch eine andere Höhle. Da wollte ich eigentlich mit euch hin. Ich wollte ja gar nicht hier rein ursprünglich. Ich glaube, der wird gefallen oder zu gefallen wissen, der andere Ort. Dagegen ist das hier alles, glaube ich, sehr... Also hat ein bisschen was Mörderhöhliges, möchte ich sagen. Ist aber was anderes. Habe ich durch Zufall gefunden, als ich ein bisschen mit der Enderman-Falle da rumbasteln wollte. Die übrigens total simpel ist, aber halt funktioniert. Die ist so simpel, die weiß wahrscheinlich eh schon jeder Gimpel. So. Achso, Entschuldigung. Von hier kam der Creeper runter. Ach, scheiße. So. Naja, komm. Mal gucken, ob wir die Spitzhacke noch kaputt kriegen. Dann hauen wir auf jeden Fall wieder ab aus der Höhle. Wir bleiben nicht allzu lange hier. Uiuiui, ist das schön viel. Level 33. Das wollen wir doch nicht verlieren. Ich weiß genau, was passieren wird. Vor allem jetzt mit dem 1.3er-Update, wenn die Creeper so fies geworden sind. Wie fies ist denn an so einer Höhlenerkundung wie in einer Mörderhöhle eigentlich? Das ist doch fast schon ein Todesurteil dann. Hahaha, dich habe ich gehört. Du Arschloche, du bist ja Arschloche, hau dich platt. Mit deinem scheiß Hitler-Scheitel. Komischen Hipster. Hipster-Bogenschützen. Ich wollte nur ganz kurz den Gang ausleuchten. Ich wollte hier nicht... Ja. Ach du Scheiße, ey. Immer noch keine Sackgasse. Immer noch keine Sackgasse. So, endlich eine Sackgasse. Okay, Eisen rausschlagen, das nehmen wir natürlich wieder mit, wie immer. Das nicht. Das schon. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wo kommen wir her? Da kommen wir her. Und dann schauen wir mal ganz kurz, hier so. So, ich glaube, Kohle werden wir auf jeden Fall dann genug haben. Ich glaube, da müssen wir auch nicht oft laufen, um genug Kohle zusammenzukriegen. Hätte nicht gedacht, dass hier so viel Kohle rumliegt, weil das... Ja, ja, halt doch mal die Schnauze, wenn ich was sage. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schön... Halt doch mal die Schnauze, alter Glatzenopa! Wo kommen die überhaupt alle wieder her? Flömp. Ja, 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 komm, halt's Maul. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas mit Kohle und irgendwas mit werden wir wohl und pipapo. So. Naja, dann machen wir mal den hier. Und ich nehme gerade 1 Stunde 22 auf. Ich wollte eigentlich nur noch ein halbes Stündchen mal aufnehmen oder so 40 Minuten. Weil eine Folge sind immer 20 Minuten und ich kann momentan eigentlich normalerweise gar nicht so viel aufnehmen am Stück. Zwischendurch musste ich ja eh schon husten. Hab das ja auch mal drin gelassen. Aus Prinzip, weil da war es nötig. Und jetzt wundere ich mich gerade, warum ich so lange aushalte. Aber ich laufe ja eh gerade wieder auf Drogen. Ach scheiße, ich kann die Kohle nicht mehr mitnehmen. Ein Sprengpulver lasse ich mal hier. So, hier ist zum Glück eine sehr versackte Gasse. Krieg dich mal ein. Ne?
Da ist auch wieder Strand. Und ich höre Schafe. Ich glaube, draußen ist aber gerade nachts, deswegen sind hier die Zombie-Geräusche. Ja, ist ja. Oder die sind hier irgendwo ganz in der Nähe. Da hinten sehe ich es krabbeln. Na, Spinni? Ich glaube, so, wenn man in der Mörderhöhle gewesen ist, ist das hier nicht mehr so gruselig gerade. Ich glaube, die wird jetzt für immer mein Maßstab sein. Der Maßstab aller Dinge, was gruselig ist. Oder zumindest, was in Minecraft gruselig ist. Minecraft an sich ist ja nicht wirklich gruselig. Wird zwar immer gern so dargestellt, aber ganz ehrlich, ist ja im Grunde genommen alles eher Pipifax. Wenn man auch so andere Spiele gespielt hat, wenn man Slenderman vergleicht oder so. Ja, 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 was willst du denn? So, da unten waren wir noch nicht. Ach, gucke mal, wer da ist. Ja, mach doch, ist mir doch egal. Ich habe das doch nicht selber gebaut hier. So, Ich weiß noch genau, hier haben wir so ein paar Vicky Pollards weggeschossen. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Daran kann ich mich noch sehr genau erinnern. Aber nicht mehr daran, was ich gestern gegessen habe. Ach doch, jetzt fällt's mir da ein. Was habe ich denn gestern gegessen? Ach ja. Hot Chicken Dinger. Die waren echt gut. So, jetzt hier ein bisschen Kohle raussemmeln. Wupp dich, schwupp dich. Und ja, jetzt hier wieder hoch. Und dann gucken wir doch mal, wie viel Kohle wir haben, was wir damit alles bewirken können. Dann gehen wir auch langsam wieder raus aus der Höhle. So spannend ist das hier gerade nicht. Ich glaube, da wird die andere Höhle wesentlich spannender sein. Auch wenn die Musik gerade anderes verspricht, aber ist natürlich gelogen. Oh, Kohlevorräte. Oh, wie gruselig. Oh, ich mache mir mein Höschen. Ah, guck mal, da ist schon der erste Pullerfleck. Man merkt vielleicht, dass ich immer noch ein bisschen heiser bin. Ach, nee, komm, auf euch habe ich keinen Bock mehr. Da oben ging es auch noch weiter. Ja, ja, Schnauze. So, hier haben wir den Wasserstrom zugemacht. Hier müssten wir theoretisch nach unten. Ist nun die Frage, ist hier wieder was gespawnt oder eher nicht so? Hier ist plötzlich Eisen gespawnt. So, uch. Oh. Au. Alter, hat er mich bis hierher verfolgt, oder was? Schieß doch. Ha. Schade, haben wir die XP nicht gekriegt, weil das Skelett den erschossen hat. Aber naja, den Spaß war es mir gerade wert. Zack. Ach, diese gar nicht anstrengende Musik. Die beruhigt mein Nervenkostüm gerade so schön. Okay, warte mal. Ja, das ist schon besser. Kohle, 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 Kohle. Jetzt passt natürlich mit der Tröte nicht mehr rein. Ich baue Kohle ab den ganzen Tag, weil ich die Kohle halt so gerne mag. Sau viel Kohle, ja, das finde ich stark. Und Kohle ist besser als eine Mark. Oh, jetzt gehe ich nach oben, denn ich habe die Taschen voll. Ohne leere Taschen weiß ich nicht, was ich hier soll. So, ich glaube, wir haben gleich auch den nächsten Stack Kohle voll, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, 7. Wir haben schon wieder 9 angefangen.
Na, dann haben wir doch noch ein bisschen Platz. Da können wir noch ein bisschen mitnehmen hier. Aber allzu lang wollen wir es ja auch nicht werden lassen. Hier kann ich... Ach, wir haben natürlich keinen Platz mehr, weil wir keine Fackeln haben. Das ist ja immer eine gute Sache. So, hier gibt es keine Kohle mehr. Und da hinten... Können wir ja mal kurz reinschauen. Aber so ohne Fackeln ist das, glaube ich, eine nicht so gute Idee. Na gut, komm, belassen wir es dabei. Wir haben ein bisschen Kohle am Stisselmatik. Und wir haben 14 Kohle da in der Tasche. Haben wir 5 Stickies. Da können wir oben wieder Fackeln machen. Aber fürs Erste sind wir dann hier wieder raus. Nicht vergessen, den Rückweg zu blockieren. Zack. Und das war unser kleiner Rehausflug in die Mörderhöhle. Eigentlich ja schon der dritte Ausflug. Nicht Mörderhöhle, Entschuldigung. In die Assi-Höhle, also in die Horst 4-Höhle. War eigentlich schon der dritte Ausflug. Der zweite war... Ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite war. Einer davon war jedenfalls nur ein Traum, wenn wir uns erinnern. Ein sehr actionhaltiger Traum. Und das andere Mal haben wir da halt, naja... Die Assis platt gemacht. Oh. Oh, Nyan Cat ist nebelverhangen. Nyan Cat. Und deswegen stratzen wir ganz schnell nach Hause. Ha! Spinner! Spinner! Action-Sequenz! Action-Sequenz! Oh! Das war ja gruselig. So unerwartet vor allem. So, erstmal schlafen gehen. Und während des Schlafes, wir sind ja schon wieder aufgewacht. Ha. Puh, das war ein Ausflug, Freunde. Also, die Höhle ist ganz schön gefährlich. Wenn ihr einmal in eine Höhle geht, seid sicher, dass ihr euch Freunde mitnehmt, damit ihr nicht alleine in die Höhle geht und aus Versehen tot geht. Denn ich glaube, wenn ihr tot geht, dann verzeihen eure Eltern euch das niemals. Zumindest nicht mehr in diesem Leben. Ja. So, Köhlchen. Was haben wir denn an Köhlchen? Da haben wir noch ein bisschen, ach so, hier. Und jetzt teile ich hier mal einfach auf den Ofen auf. 1, 2, 3. Was mache ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na, super. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, hier sind noch 13 und 61 Glas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß, wir könnten irgendwann mal Lava-Eimer holen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aber die verbrennen ja dann einfach, weil wir craften ja nicht so oft. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mach ich das lieber mit der Kohle, wo wir genau abzielen können. 1, 2, 3, hier, 1, 2, 3, hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir nur noch 6 Kohle am Stissel, aber das soll reichen. Und ich nehme jetzt mal Cobblestones. Beziehungsweise ich nehme erstmal gar nichts, weil ich habe keine Taschen frei. So. Mache ich das mal so. Zap, 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 zap. So. Cobblestone und da auch schön Cobblestone. Dann machen wir uns einmal ein bisschen Cleanstone. Ein bisschen vor allen Dingen. Also wir werden auf jeden Fall Cleanstone hier und da auch nochmal verwenden. Und vor allen Dingen auch die Cleanstone Slabs werden wir nochmal verwenden. So, 3 brauchen wir, glaube ich, noch. 1, 2, 3. So, 1, 2,
Ach was. Und die 3. So, da machen wir uns jetzt Cleans down. Dann kriegen wir auch ein paar XP. Hier brutzelt alles schön. Das ist ja wunderbar. Silber und so. Können wir eigentlich auch nochmal irgendwo brutzeln. Das brutzeln wir am besten mal hier. Machen wir 1, 2, 3. Zack. Da hätten wir auch mal... Naja, komm. So, zack. Und dann haben wir Silber und Gold brutzeln dann auch. Die können wir dann gleich hoch in die passenden Kisten packen. Haben wir das gleich gemacht. Flash kommt da oben rin. 10 Pfeile haben wir wieder abgegrabbelt. Die tun wir dann hier rein. Ich weiß gar nicht, warum ich die einzeln immer sammle. Aber naja, aus irgendeinem Grund. Irgendeinen Grund wird das schon haben. So, jetzt haben wir noch das Höschen, das Knappe. Ein Bettchen haben wir auch noch. Das tue ich mal hier mit rein. 64 Pfeile, die wir nie benutzen, weil wir den Bogen nie benutzen. Ist natürlich auch schön. Ist hier unten zufällig irgendwas drin gespawnt? Nee. Sollte auch alles hell genug sein, hoffe ich. So, und jetzt mache ich, glaube ich, wirklich mein Aufnahmepäuschen. Es gibt noch viel zu tun auf jeden Fall bei uns. Wir haben jetzt erstmal so Dulli-Krams gemacht, so zwischendurch einfach mal. Und dann wollen wir mal gucken. Netherstone brauchen wir. Also hier, Lightstone meine ich, nicht Netherstone. Lightstone brauchen wir. Und wir müssen noch ein bisschen in der Monsterfalle weitermachen. Da wartet noch eine ganze Etage auf uns, beziehungsweise eine ganze Monsterfalle drauf, dass wir da weitermachen. Und jetzt erstmal ein Aufnahmepäuschen, in dem ich einen heißen Tee trinken werde. Oh, wie männlich, oh, wie episch. Heißer Tee mit Honig und Zucker. Der Stoff, aus dem die Helden sind. Und anschließend werde ich losgehen. Und ordentlich husten. Ja, das Leben kann so schön sein. Ich habe alles erreicht. Und die Nase schneuzen werde ich mir auch noch gönnen. Ja, meine Freunde, das sind die Zeiten, die wir genießen sollten. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Und deswegen sehen wir uns weiter wieder in der nächsten Aufnahme, wo es vielleicht ein wenig ruhiger ist. Bis dahin. Tschüss. Und danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss.